Jo Leute, was geht ab? Ich bin so der Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hatte es ja bereits angekündigt, dass ich auf jeden Fall Fortnite-Videos bringen werde und jetzt ist es auch endlich soweit. Ich mache eine weitere Folge Fortnite und bin auch schon Level 17. Ich habe ein bisschen was gespielt, schon ein bisschen mehr getestet. Ich kann jetzt auch ein bisschen schneller bauen oder auch nicht. Funktioniert leider immer noch nicht so gut, aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, Freunde. Ich habe den ein oder anderen geilen Kill schon gemacht, habe mir jetzt auch den Battle Pass gekauft, weil das Spiel war gratis. Dann kann man sich auch mal den Battle Pass gönnen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt eine Runde Fortnite und mich würde auf jeden Fall aber nochmal vorher interessieren, wie gefällt euch denn dieser neue Anblick von meiner Ecke? Ja, diese Position hier einfach von dieser Kamera hier mit meiner Lichtbox, mit meinem PC und den Chibi-Figuren da, mein Controllerhalter, Call of Duty Controllerhalter, Freunde. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Gefällt es euch denn besser als vorher? Ich zeige euch jetzt mal kurz das Video, wie es halt vorher aussah. Und zwar so sah das Ganze aus. Ich quatsche jetzt einfach weiter und ihr könnt das Video ohne Ton sehen. So ungefähr. Man hat den Hintergrund gesehen und jetzt sieht das Ganze so aus. Also meine Küche sieht man jetzt nicht mehr. Falls ihr sagt, es war auf jeden Fall besser oder keine Ahnung, gefällt mir nicht, was ihr seht, ist mir auch sowieso egal, ob es euch gefällt oder nicht. Ich mache das, was mir gefällt, Freunde. Aber ich kann nicht nur da reinreden, sondern auch hier reinreden. Und dann kann ich natürlich auch ein bisschen so quatschen, wie ich gerade lustig bin. Und das finde ich auf jeden Fall genial, oder nicht? Das ist übrigens meine Webcam, mit der ich dann quatschen kann. Ja, das ist meine Webcam. Und das ist meine gute Qualicam, mit der ich dann halt besser aufnehmen kann, einfach bessere Qualität. Gute Qualicam sagt ja eigentlich auch schon alles. Dann kann ich nämlich einmal mit dir reden, nein, Spaß, Freunde. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Ich habe zwei Cams, eine da und ich kann auf jeden Fall so dann mit euch quatschen. Finde ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall genug gequatscht, Freunde. Ich würde sagen, wir legen los, aber erstmal das Intro. Und es geht los, Freunde. Wir sind auf jeden Fall schon in der Luft. Es wird gleich auch noch ein Kollege dazu stoßen. Der hat gerade ein bisschen Probleme mit seinem Headset. Auf jeden Fall spiele ich jetzt mal solo. Mal gucken, wenn die Runde nicht so gut läuft, könnte es auf jeden Fall sein, dass er auf jeden Fall dann auch noch gleich mitspielt. Und ja, wir schauen einfach mal. Das einzige Problem ist, ich weiß nie, wo ich so abspringen soll. Deswegen springe ich immer einfach irgendwo ab. Aber ich schaue jetzt einfach mal. Wir gehen hier in diese Stadt. Ich würde auf jeden Fall interessieren, Freunde, gibt es denn irgendeinen Trick, wie man schneller irgendwie landen kann oder so? Das würde mich interessieren. Bei PUBG gab es das nämlich, wenn man in den Sturzflug geht, dann ist man nämlich ein bisschen weiter gefallen. Guck mal. Guck mal, dass die sich nicht alle schämen. Die kommen alle dahin, wo ich hin möchte. Muss das denn sein, Freunde? Und ich weiß, ich werde wieder Klatsche kriegen. Und das ist schon ein bisschen belastend. Ja, hier ist jemand. Nur weiß ich nicht, ob ich jetzt hier Eier habe, um zu springen. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Oh shit, Freunde, oh shit. Ich hab mir mal sagen lassen, dass das die beste Waffe in diesem Spiel ist. Und es leckt. Ich sehe niemanden.
So, halt mal, Freunde. Kann ich nochmal Baumaterial ändern? So. Ich mach das hier erstmal zu. Das war scheiße jetzt. Das war jetzt etwas kacke. Hä, wer hat denn den jetzt geholt? Ich habe halt keine Munition, ne? Was machen wir jetzt, Freunde? Ich kann nicht so viel bauen. Der springt da, aber ich habe nur 11 Schuss und die Pumpgun. Bringt natürlich nicht so viel. Ich könnte natürlich da hinten in die Ecke laufen, oder? Könnte. Würde aber auch nicht so viel bringen. Der weiß nicht, dass ich hier bin. Das ist schon mal endlich was Gutes. Ja, er gibt mir 2 Schuss und ich bin tot. Er hat auf jeden Fall Eier. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Er hat auf jeden Fall krass Eier. Aber, was willst du machen, Alter? Scheiße, da hat mir eine lilane Ska gehabt. Lilane Ska. Ah, naja, gut. Kommt, Freunde. Kommt, es geht weiter. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Schauen mal, was jetzt abgeht, was wir hier so reißen können, meine Freunde. Es wird immer dunkler und dunkler, aber das ist kein Problem, weil wir können das Licht zum Glück... Warte, Kamera wackelt ein bisschen. Wir können das Licht natürlich noch etwas heller machen. So, ich bin jetzt einfach mal ganz zufällig hier raus. Und guck einfach mal, was gibt es hier so in der Gegend. Ich mach schlau. Ich versteck mich. Der ist da. Kein Problem. So, ganz easy geholt, ohne viel Stress. So, haben wir die 2 M4 nebeneinander. Jetzt schauen wir mal, Freunde, was so passieren wird. Denn ein Kill ist kein Kill, wisst ihr. Und schon mal ein bisschen Holz.
Ja, Freunde, ich guck dahinter, weil da hinten einer hochgebaut hat. Also könnte hier irgendwo einer lungern. Frage ist nur wo. Und der nächste, meine Freunde. Und der nächste. Ich nehme mal den Drink. Okay. Ich würde sagen, läuft. Wenn die mich nicht direkt irgendwo erwischen, wo so viele Leute sind, dann geht's. So auf offenem Feld halt, ne? Ich versuche jetzt ein bisschen Steine abzubauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keiner ist, Freunde. Das wäre natürlich jetzt richtig eklig. So, ein paar Steine haben wir, das reicht jetzt erstmal. Erstmal reicht das. Aber dieses Gelegge, Freunde, das geht mir so auf die Nerven. Da muss ich unbedingt mal was gegen machen. Das liegt auch nicht an der Aufnahme. Vorher habe ich ja immer gedacht, weil ich aufnehme, dass das halt laggt. Aber das ist nicht der Fall, weil mir aufgefallen ist, dass es auch so laggt. Auch wenn ich nicht aufnehme. Deswegen, ich muss da unbedingt mal schauen, warum das so ist. Gucken wir mal, wir sind immer noch in der Zone. Der Sturm kommt. So, Freunde, irgendjemand schießt auf mich. Ich weiß nur nicht, wer es ist. Ah, fickt euch doch. Auf einmal kommen sie alle. Auf einmal kommen sie alle, Freunde, aus jeder Ecke. Ich glaub's doch nicht hier, echt. Meine Fresse hier, echt. Wenn wir hier mal das Licht wieder heller machen. Also da kommen sie aus jeder Ecke. Nicht nur einer, den ich die ganze Zeit nicht treffe, sondern gleich noch einer. Da wollte ich mir gerade meinen Trank geben. Nein, noch nicht mal den kann ich nehmen. Egal, wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde. Okay, Freunde, ich gehe, glaube ich, da ganz hinten in die Ecke. Erstmal ein bisschen Loot sammeln, ja. Und dann können wir gucken, was wir machen. Aber erst mal ein bisschen Loot sammeln. Ja, genau. Es gibt immer irgendein Missgeburt, der mitkommen muss. Und tot. Sterbe ich eigentlich auch selbst von den Dingern? Nee, ne?
So, den haben wir ganz hinterlistig geflaxt, meine Freunde. Da ist die Box. Und nochmal so ein Getränk. Getränk kann ich hier nochmal nehmen. Ja, okay. Das ist schon mal gut. Dann habe ich 100. Zack. Boah, ich muss aufs Klo. Ich kann es einfach nicht, Freunde. Ich kann es einfach nicht. So, Freunde, das war's dann auch schon. Ich muss sagen, es ist wirklich nicht so einfach. Ich muss noch ein bisschen besser werden. Noch ein bisschen viel besser werden. Aber ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ein paar Kills, ein paar gute Kills waren auf jeden Fall mal wieder dabei. Ansonsten muss ich echt noch ein bisschen dran arbeiten. Vor allem mit dem ganzen Gehüpfe und so. Bin ich halt vom PUBG nicht gewohnt. Das gibt's da nicht. Und mit dem Bauen. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass ich das auch noch hinbekommen werde. Auf jeden Fall habe ich ansonsten noch eine Sache zu sagen, was ich nämlich vorhabe. Ich habe vor, jeden Dienstag und Donnerstag ein Video rauszubringen. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange, aber das habe ich vor, dass ich dann immer jeden Dienstag und Donnerstag ein Video raushaue. Am Dienstag dann wahrscheinlich ein Let's Play und jeden Donnerstag dann ein Review über irgendein Produkt. Und falls ich mal kein Produkt habe, weil irgendwann gehen die Produkte natürlich auch aus, dann werde ich anstatt einem Review am Donnerstag noch ein Let's Play hochladen. Das ist das, was ich vorhabe. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es feiern würdet, wenn es dann regelmäßig immer an zwei bestimmten Tagen Videos geben würde. Falls ja, wie gesagt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, falls das Video euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass euch das Fortnite-Video gefallen hat und dass ich natürlich an meinen Fortnite-Künsten weiterhin arbeite, um für euch bessere Videos zu machen und geilere Let's Plays und dann irgendwann vielleicht, wer weiß, One and One gegen Ninja oder so. Nein, Spaß, Freunde. Auf jeden Fall, falls das Ganze euch gefallen hat, einen Daumen nach oben, falls nicht, einen Daumen nach unten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Euer Ratun. Peace!